Also heute ist eigentlich der Tag der Hemmungen und wir haben sehr wenig über Hemmungen bisher gesprochen, nur morgens mal angedeutet, wir haben mal kurz aufgezählt, das war sehr wenig eben und jetzt wollen wir darüber sprechen. Ich habe dann auf einmal, vielmehr am Vormittag, eigentlich habe ja versprochen, Bodyscanning fliegen, ich wollte eigentlich die Hemmungen machen, ich wollte eigentlich die Hemmungen nicht meditieren, kontemplieren, na, weil es ging eben nicht. Und Hemmungen, was heißt Hemmungen? Hemmungen ist etwas, was hindert, was stockt oder bremst. Nicht ganz klar. Es hemmt. Und ich würde mal hier, was der Nyana Tiloka dazu sagt, die Hemmungen. Da sind sie. Ja, Nivarana heißt das Wort dafür, das Pali-Wort, Nivarana mit V geschrieben. Hemmungen nennt man fünf den Geist hemmenden und den klaren Blick trübende Eigenschaften, bei deren Anwesenheit man weder die angrenzende oder volle Sammlung zu erreichen, noch die Wahrheit klar zu erkennen imstande ist. Also die angrenzende Sammlung ist, wo man schon, will ich auch mal drüber sprechen, dicht an der Versenkung ist, aber ist eine sehr gute Form der Meditation, wo man hinkommen kann. Also, und da, man kann also, es trübt den Geist, es trübt den klaren Blick, man kann nicht gut wirklich meditieren, man kommt auch nicht in Versenkung und man kann die Wahrheit nicht erkennen. Und es ist Sinnenlust oder Sinnengier, Kamachanda, Übelwollen oder Groll, Vyapada, Stumpfheit und Mattheit, Tinamida, Aufgeregtheit und Gewissensunruhe, Udacha Kukucha und skeptischer Zweifel, das Vivikicha. Alle schöne Worte. Und da wird vom Buddha so ein Bild gegeben, ein Gleichnis, wie ein schöner See, ein klarer See ist und die Sinnenlust ist, als wenn viele Farben in dem See werden und man nicht mehr zum Grund klar durchschauen kann. Das ist so Sinnengier, ist zwar viel bunt und lustig, aber man kann nichts mehr wirklich erkennen. Und das Übelwollen, der Groll, ist eben aufgepeitschtes Wasser und man kann natürlich da auch keinen Grund und sehen, was überhaupt in dem Wasser drin ist. Also man kann sich selbst nicht erkennen, man kann die Welt nicht erkennen. Dann ist das Stumpfheit und Mattheit, heißt damals moosbedecktes Wasser, könnte auch heute sagen von Algen durchzogenes Wasser. Das ist also kein Sicht und es ist auch so schlechtes Wasser wird. Also irgendwo nicht mehr trinkbar. Dann Aufgeregtheit und Gewissensunruhe. Vom Winde aufgepeitschtes, unruhiges Wasser. Ach ja, das Übelwollen war ja kochendes Wasser. Es kocht in sich. Und jetzt hier Aufgeregtheit, aufgepeitschtes Wasser. Und der Zweifel wird mit trübem und schlammigem Wasser verglichen. Gerade wie man in solchem Wasser sein eigenes Spiegelbild nicht erkennt, so auch kann man bei Anwesenheit der fünf Hemmungen weder das eigene noch das Heil der anderen klar erkennen. Das ist das, was dort gesagt wird. Jetzt müssen wir bei uns mal nachgucken, denn das geht ja um uns, wie wir damit umgehen. Ja. Und da erstmal die Sinngier. Wir haben sie schon mehrmals angesprochen, Sinnengier, bei den Sinnen kam ja auch schon die Sinnengier vor. Und was heißt es? Also ich will haben, ich will genießen, ich will mehr haben, ich will viel haben. So, das ist die Sinnengier. Oder was fällt jetzt eigentlich Rückenschmerzen? Rückenschmerzen? Und das Sinnenlust, oder?
Nur das ist eher Groll und Übelwollen. Groll, ist das nicht eher Groll gegen deine Schmerzen? Hast du nicht eher Groll? Nein, Groll nicht, aber Wehlustwachstum. Oder du kannst auch sagen, ich will unbedingt, dass es wieder, dass ich keine Schmerzen habe, dass ich mich wohlfühle in meinem Rücken. Und kommst dann? Ja, aber das lenkt ja ab. Ist eigentlich keine Sinn, wird nicht, fällt eigentlich nicht unter Sinn hier. Naja, mit Sinnen hat es schon was zu tun, aber hier ist es nicht. Ja, ist, du, man will natürlich ein besseres Gefühl haben, nicht? Ein besseres Gefühl will man unbedingt haben, nicht? Es geht ja wieder die sechs Sinne. Der Tastsinn, also Gefühl, da wäre natürlich das angenehmeres Gefühl, nicht? Es geht die mit den Augen was haben wollen, mit der Nase, Geruch, mit den Ohren schöne Klänge, Mund, was Gutes schmecken, essen, ja. Und was haben wir noch? Tasten. Ja, fühlen. Ne? Und die Sinngier zeigt sich ja nun auch sehr viel beim Essen, haben wir ja schon mal gesagt. Das ist Essen, das spielt eine ganz große Rolle. Und da kann man, wird auch dann verglichen mit dem Ochsen und dem Schwein, dass sich mästet und immer mehr isst, aber wird dick am Leibe, aber nicht groß im Geist. Wird auch dann so mal deutlich gesagt, ja. Und es ist interessant, dass die Sinnen hier machst du, wenn man sie füttert, sag mal, wenn man dieses innere Schwein oder den Ochsen immer weiter füttert, es gibt Unersättlichkeit. Man kann immer weitermachen, es wird nie richtig satt. Man kann noch so schöne Sachen machen, noch was dazu. Und dann muss man noch dieses, noch jenes und so weiter. Weil man glaubt, es tut mir doch so gut. Ich möchte es doch so gerne. Und kaum hat man es, suchen wir schon das Nächste. Diese Unersättlichkeit daran, die ist so schwierig. Die ist ganz gemein. Es kommt nie zum Ende. Gibt es da nicht auch so eine Vorstellung von hungrigen Geistern? Ja, das sind die hungrigen Geister, ja. Wer sehr gierig ist im Leben, aber vor allen Dingen auch neidisch und geizig, nicht? Neidisch und geizig, ja. Und heißt es, dass wiedergeboren wird als hungriger Geist mit ganz dünnen Hals, dickem Bauch, dünnen Hals und kann gar nichts mehr schlucken. Arm, ne? Kriegt nichts mehr runter. Aber vor lauter Sinngier und Geiz und sowas, was vorher war. Das ist genau dann, muss ich damit abquälen. Das ist so in dem Rat des Lebens so dargestellt. Ja. Aber was machen wir dagegen? Es ist ja wichtig, dass wir was dagegen tun können. Was kann man denn machen, wenn man die Sinngier bremst? Aber hat es nichts zu tun, weil du gesagt hast, genießen. Bisschen lauter. Genießen. Wenn ich jetzt ein gutes Essen habe und das wirklich genieße, in dem Vertrauen drauf, dass es genug ist, das was auf dem Teller ist, ja? Und in dem Vertrauen drauf, dass am nächsten Tag oder am Abend auch wieder was auf dem Teller sein wird. Also in dem Breiten, in dem. Ohne der Angst, ja. Dass es einfach irgendwann wirklich zu Ende sein wird. Ja, das ist richtig. Das hat auch mit Angst zu tun. Genau. Ich könnte nicht genug kriegen oder so, genau, ja. Also wenn das Genießen nicht aus einem Gefühl des Mangels oder aus einer Angst vor dem Ende heraus stattfindet. Vor dem Ende, das habe ich letzte nicht verstanden. Vor dem Ende. Also wenn das Genießen nicht aus einem Gefühl des Mangels oder aus der Angst vor dem Ende, dem definitiven Ende, ja. Vor dem was für ein Ende? Vor dem Ende der Nahrung zu da oder wie beendet? Das habe ich nicht verstanden. Wenn das Genießen ja. nicht aus einem Gefühl des Mangels und nicht aus einer Angst ja. vor dem Ende, also vor das, dem das Ende, dass es ausgehen könnte ja, oder wie? Überhaupt vor der Endlichkeit. Ja? Ach so. Weil wir wissen ja, wir leben. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja. Ich lebe, ich schlafe, ich wache wieder auf, es ist ein neuer Tag. Ich habe bis zum Ende wahrscheinlich genug. Genau. So. Jeder Tag besteht aus unzähligen Momenten, die ein Geschenk sind.
Ja, ich kann es gar nicht akustisch das letzte Mal verstehen. Lass mal, jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. Also du meinst genießen im Moment ohne das Mangelgefühl. Von Moment zu Moment. Richtig. Ohne dem Mangelgefühl. Ja, das ist gut. Das ist richtig. Dann bin ich auch nicht. Genau, genau. Da hast du es erfasst, wenn man nicht dieses, wenn man im Moment, was da ist, wirklich ja genießen oder nehmen kann, so wie es ist. Das ist in Ordnung. Sich auch dran freuen. Und man kann sich dran freuen. Ja. Diese Freude ist ja in Ordnung, weil sie ja nicht auf die Zukunft ausgerichtet ist. Und Sinnengier ist immer zukunftsbetont. Da ist nicht im Jetzt, wenn ich im Jetzt es esse und im Jetzt es mir gut schmecken lasse, da ist es in Ordnung. Es ist keine Gier. Aber wenn ich dann schon gleich sehe, ich muss mehr haben, ist es ja zukunftsbetont. Und dann warte ich immer, dass es nur ja später dann, und dann kommt natürlich, wie du sagst, die Angst, könnte ja vielleicht nicht genug sein, was ich bekomme. Was noch? Dankbarkeit hilft es auch? Dankbarkeit ist ganz wichtig. Dankbarkeit für etwas, wenn man dankbar ist für das etwa, da ist es dieses das Gefühl, es ist genug, es ist richtig. Ganz wichtig, die Dankbarkeit. Dankbarkeit hilft gegen Genusssucht, dann wird es ja wieder Gier, Genusssucht. Und deswegen ist auch eigentlich, das ist auch ganz richtig bei dem Essen, dass früher ja immer war, man hat nach dem Essen gedankt für das Essen. Ein Dankesgebet gesprochen, vorher ein Gebet und dann wieder ein Gebet des Dankes. Was sehr Gutes, sehr richtig. Weil das heißt ja, ich habe das gehabt. Gut. Was macht es denn, was hemmt es denn eigentlich? Wird da gesprochen, es hemmt dir den klaren Blick und es macht trüb. Ja, wie denn? Warum? Warum ist es eine Hemmung? Weil ich abgelenkt bin. Ich denke immer an irgendetwas, um meine Sinne zu stillen, meine Bedürfnisse, und denke nicht wie du gesagt hast, das große Glück, sondern das kleine Glück. Ja. Ich bin immer abgelenkt, ich will ja haben und es ist für mich wichtiger auch. Wichtiger als das andere. Bin abgelenkt und es ist ja, im Grunde weiß ich, ja, ich könnte und das wäre ja wunderbar, aber jetzt muss ich erstmal das haben und das haben und das haben. Da komme ich nicht mehr dazu, bin ich abgelenkt, ganz richtig. Und wenn man dann sieht im Hier und Jetzt leben und jetzt aber wirklich mal achtsam auf mich sehen und atmen oder was, ganz was anderes, oder die Dinge achtsam machen. Und ist es vor allen Dingen auch, wie geht es beim Essen, achtsam essen. Achtsam diese Sinnesfreuden genießen, ganz achtsam. Dann geht auch die Gier weg, weil man ja mit der Achtsamkeit im Jetzt ist. Und dennoch dankbar sein. Ursula, ich habe 4 Teller gegessen. Ist das jetzt Gier? 4 Teller? Wenn du den Hunger hast und es wird dir angeboten, Gier ist im Grunde, wenn du dann hinschaust, hoffentlich ist noch genug da, dass ich meinen 3. oder 4. Teller noch kriege. Wenn du aber ganz ruhig mal hingehst und schaust, da ist noch was, kann ich ja vielleicht essen. Tut's mir gut, würde man dann fragen. Brauche ich das? Wäre auch noch die nächste Frage. Brauche ich das? Ja. Na gut. Wenn du sagst, ich brauche das, so, dann ist es mal. Aber wenn du immer sagst, ich dieses Brauchen sehr hoch ansetzt, muss man gucken, wie hoch das Brauchen angesetzt ist, wie viel muss ich denn haben, dass ich das Gefühl habe, es ist genug, dies genug sein lassen können. Hier haben wir nun Essen, ja, und wir essen das, was kommt. Tun wir doch. Ist es genug oder ist es nicht genug? Finden wir, dass es genug ist? Ja. Wo kommt eigentlich die Tradition her? Im Buddhistischen lässt man doch häufig ein bisschen was für Buddha auf dem Teller über. Ja.
Ja. Das ist eigentlich auch hilfreich. Ist auch sehr schön. Ist auch die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, ich habe zu essen, und dann will ich auch den Buddha, und ich will auch sozusagen, damit so ein Symbol geben, Speise für meine Entwicklung gebe ich auch. Nicht? Ich tue was für meine Entwicklung, ich gebe dem Buddha Speise. Mhm. Das ist auch sehr schön. Wird immer dann hingestellt, ein bisschen an den Altar und essen. Und in manchen Ländern ist es, glaube ich, doch so, wenn man wie ein Deutscher eben seinen Teller ganz aufisst, dann wirklich in einem Blick schon wieder was ja, nach. Ja. Also man ja. muss was drauflassen, sonst ja. kommt immer wieder was nach. Kannte ich in Brasilien auch, war fürchterlich, ich war eingeladen am Anfang und ich aß dann brav mein Teller, wie ich das so als Kriegskind überhaupt kannte oder auch von der Familie aus, man muss den Teller leer essen, war anständig, tat man. Ne? Kaum war ich beim letzten Happen, war schon, ohne dass ich was sah, war schon wieder drauf. Dann habe ich wieder gegessen, wieder drauf. Es war furchtbar. Ich habe dann zweimal und die haben sich immer gefreut, dass ich immer weiter aß und weiter aß. Bis ich endlich merkte, ich habe dann aufgehört, wo ich nicht mehr konnte einfach. Aber nicht aus dem Bewusstsein, das muss ich liegen lassen. Ne? Es war fürchterlich. Ja, das ist diese. Den Brauch gibt es in Tirol auch. Ja? Ja, wenn man der Hausfrau zeigt, damit dass sie genug aufgekocht hat. Ja. Das braucht man so. Ja. Und es ist auch so, in Brasilien war auch diese Großzügigkeit. Man gibt immer weiter. Es darf ruhig was drüber bleiben und so. Das war ganz, ganz klar. Ne? Fand ich auch erstaunlich. Und ich fand das schlimm. Wurde natürlich dann weggeschüttet, aber das konnte ich ja damals gar nicht begreifen. Na gut. Das nächste ist Groll oder Übelwollen. Das finde ich, ich stehe eigentlich nur Übelwollen, aber ich finde das Wort Groll noch viel wichtiger. Das Übelwollen ist so aktiv schon, dem anderen was Übles zurückgeben oder so, ne? Wenn es irgendwas passiert. Aber dieser Groll, dieser hinterlistige Groll, der so unten immer mitgeht, weil man einmal was Böses erlebt hat, der ist ganz gemein, der ist gar nicht so oberflächlich. Man merkt immer, ich bin doch so gütig und so weiter, ne? Und aber, da hat mich jemand mal verletzt, da hat mich jemand nicht anerkannt, mich zurückgestellt, da hat mich jemand in Verlegenheit gebracht oder irgend so was Unangenehmes. Na, nehmen wir ganz schön lange übel. Nehmen wir auch übel. Übel nehmen. Nicht übel wollen, sondern übel nehmen, würde ich eher sagen. Ne? Und da hängen wir dran. Ja, warum denn? Uns ist das passiert. Mir hat man dieses angetan, Verletzungen und so. Ja, ganz was Schlimmes ist das. Ja, warum behalte ich den so unwahrscheinlich lange, möchte ich ja nicht wissen. Das sind manchmal Dinge, die sind vor 10 Jahren passiert oder noch viel früher. Und wir haben immer noch den Groll. Ist doch längst vorbei, weg. Damit kann man die Vergänglichkeit wegschieben, ne? Vergänglichkeit? Ja, je länger wir das aufbehalten, ja? desto weniger denken wir an Vergänglichkeit. Damit schützen wir sozusagen uns vor dem Gedanken, dass auch das gehen könnte. Ja. Der Groll wäre ja dann. Und das Übelwollen, das weg wäre, ja. Das wäre ja weg, nicht? Ja, ein Stück von mir auch weg. Das ist die Hauptsache, glaube ich. Ein Stück von mir wäre weg. Ein Stück von mir. Und dann meint man auch, dass man diese Verletzung, die man ja hat, ja, die habe ich ja. Ja, dass man ein Recht drauf hat. Ja, ein Recht drauf, ja. Man hat ein Recht drauf, so Vergeltungsgedanken. So der Groll ist zumindest eine gewisse Vergeltung für das, was mir passiert ist. Der andere merkt das schon Ewigkeiten nicht mehr. Aber ist gar nichts mehr da eigentlich. Aber wie du sagst, es ist die Vergänglichkeit, also so nicht sehen wollen und seine Verletzung auch als etwas, ja, damit werte ich mich auf. Ich bin ja verletzt worden. Mir hat man das angetan. Und das will ich behalten. Ich will mich ganz großartig fühlen und ich will nichts abgeben. Und nicht mal meine Verletzung will ich abgeben. Und dadurch auch nicht meinen Groll. Komme ich immer durch irgendeine Verletzung.
Ja, was könnte man denn als Gegenmittel nehmen? Einnehmen. Ja, Metta ist immer gescheit. Metta ist immer. Sogar bei der Gier ist Metta gut. Denn Gier ist ja auch so ein bisschen, ich möchte was Gutes tun, nicht? Ist ja auch im Grunde. Wenn man uns sich selber dann Metta gibt, liebende Güte gibt, braucht man gar nicht so viel anderes mehr zu haben. Bei der Gier schon mal. Ja? Da hat man ja schon was bekommen. Oder gibt sich selber was. Und beim Groll, da habt ihr Mitgefühl, würde ich sagen. Mitgefühl. Man ist ja im Grunde arm dran mit dem Groll, ne? Man hat ja diese Verletzung und man grollt, man fühlt sich ja nicht wohl. Also das Mitgefühl ist einmal ganz wichtig. Und zweitens finde ich die Unvollkommenheit. Wieder diese Unvollkommenheit zu erkennen, dass es, was mir da passiert ist, auch aus Unvollkommenheit von dem anderen passiert und dass ich das so übel nehme, ist wieder eine Unvollkommenheit. Also die sitzt ja wieder drin überall. Und mal das lassen, die sich selbst dann sagen, die Unvollkommenheit ist ja da, aber ich brauche es doch nicht festhalten, ich brauche es doch nicht da so Gebilde draus zu machen. Groll, übel nehmen. Bitte? Mitgefühl, womit? Mit mir? Mit mir. Vor allen Dingen mit mir selber erstmal. Mit meiner Verletzung, aber auch mit meinem Groll. Mitgefühl für meinen Groll, den Groll so ein bisschen in Mitgefühl einpacken, armer Groll, ist ja was Unangenehmes, was er so rumgrollt. Kann man auch. Man kann seinem Groll Mitgefühl geben. Aber auch natürlich der Verletzung geht leichter. Da habe ich ja was, nicht so Leid. Aber der Groll macht doch auch Leid. Der Groll macht doch mir Leid. Und alles, was mir Leid macht, dem kann ich Mitgefühl geben. Und wenn ich das dann schaffe, dann kann ich auch dem anderen vielleicht Mitgefühl geben oder kann verzeihen. Aber da muss ich erstmal bei mir den Groll loslassen. Ich kann nicht verzeihen, wenn ich den Groll bei mir noch habe. Geht nicht. Wird oft so verlangt, dass man vergibt und verzeiht dem anderen. Es geht nicht, solange hier der Groll sitzt. Das muss erst bereinigt sein, dann kann ich verzeihen. Das nächste ist Trägheit, Stumpfheit, Mattheit wird auch. Ja, ist so eine geistige Stumpfheit und es wird ja als spirituelle Sache angesehen. Wie zeigt sie sich denn bei uns? Man kann sonst, wer weiß, wie aktiv sein und so, aber doch diese geistige Mattheit, Stumpfheit haben. Meistens schiebt man auf. Aufschieben. Jetzt nicht. Ich meditiere, wenn ich mehr Zeit habe. Jetzt geht das ja noch gar nicht. Und ich habe anderes zu tun. Und ich bin auch zu müde dafür. Und ich, die anderen tun es ja auch alle nicht. Und was soll's? So ein bisschen auf die anderen schauen, die das alle nicht machen. Alles das bringt uns dazu so. Und je mehr wir so matt und stumpf sind, umso mehr zieht es uns auch noch herunter. Und dann können wir es gar nicht mehr. Das ist ein sehr schönes, ein guter Dhammapada-Vers beim Wachheitskapitel. Wachheit, der Pfad zum Todlosen. Schlaffheit, der Pfad zum Tode ist. Die Wachen sterben nimmermehr, die Schlaffen sind den Toten gleich. Die Schlaffen sind den Toten gleich. Da ist die Dumpfheit, Trägheit, Schlaffheit drin. Die sind den Toten gleich. Leben so dahin, da ist kein Grund, da ist nichts, was wirklich, was so dem Leben diese Essenz gibt. Die Lebensessenz. Und Todlosen heißt natürlich, dass man zur Erleuchtung und nicht wiedergeboren werden,
die Freiheit erlangt. Die Wachen. Der Buddha selbst heißt ja der Erwachte. Der Erkennende, der Erwachte. So krass sagen wir es hier. Da ist was dran. Mal gucken, ob man das so, man den Toten gleich ist oder gleich sein möchte. Schon ein hartes Stück. Was ich denke, was ein bisschen weniger hart sich anhört, dass man mal guckt, ja, wenn ich sterben würde und zurückblicken würde auf mein Leben, habe ich so gelebt, wie ich meine, wie es für mich gut wäre jetzt, im Moment des Sterbens. Ist es da okay? Oder meine ich, ich habe gar nicht richtig gelebt. Ich habe daneben gelebt, immer nur in der Zukunft oder in der Vergangenheit, Zukunft, gar nicht im Jetzt wirklich gelebt. Ich meine, das ist eine gute Sache, dass man sich vorstellt, tja, Tod, kurz vorm Tod, kurz vorm Tod. Was ist es? Und dann kann man ja sehen, was hätte ich denn gerne gemacht? Was hätte meinem Leben dann das gewisse Etwas gegeben, was ich meine, was Lebendigkeit oder dem Leben Gehalt gibt? Und dann kann ich ja sehen, ich lebe ja noch, kannst ja wohl jetzt mal anfangen. Das ist eine ganz gute Form, wie man damit mal umgehen kann, mit Schlaffheit, Trägheit. Jetzt. Und da gibt es auch wieder so eine Lehrrede, rafft euch auf, heißt die. Aufraffen. Wenn man nämlich anfängt dann mit etwas, dann geht's weiter, wenn man sich wieder aufrafft. Wunderbar, dann geht's wieder. Aber wenn man sich in diese Schlappheit so reinsinken lässt, rutscht immer mehr runter, runter, runter und es ist eine Spirale, die nach unten geht und die auch in Depression hineinführt. Aufpassen. Gerade das. Also die Dringlichkeit erkennen, habe ich mal selber aufgeschrieben. Die Dringlichkeit, jetzt anzufangen, da man nicht weiß, wie lange man lebt, jetzt muss ich anfangen, weil ich ja nicht weiß, ich kann ja morgen sterben, also jetzt anfangen. Es ist dringlich. Dann die Rastlosigkeit oder die Unruhe, da ist einmal die Überaktivität gemeint. Das sind ja wir viele in einem Beruf, sehr aktiv und überaktiv. Und es heißt auch Gewissensunruhe. Da ist Angst drin. Viel Angst. Angst, dass man nicht genug schafft, dass man nicht gut genug ist, dass man nicht, ja, nicht genug Leistung bringt. Alles Mögliche ist in dieser Rastlosigkeit drin. Ist wieder zukunftsbetont? Bin ich im Jetzt? Ich bin immer schon im Plan und im Vorausdenken. Und es passiert auch viel aus Perfektionsdrang. Es muss hundertprozentig werden. Immer noch nicht gut genug, immer noch nicht richtig, immer noch weiter und noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und wir kommen unter Druck. Wir fühlen uns nicht mehr frei. Und wir sind unzufrieden mit der Gegenwart, das auch. Die Rastlosigkeit, ich muss was tun, dass es besser wird, immer zu tun, tun, tun. Unzufriedenheit. Und manchmal auch Schuldgefühle. Man will irgendwas wieder verbessern, richtig machen, schwächen, ausgleichen. Dieses immer mehr wollen, das hat eigentlich auch viel mit der Begierde wieder zu tun. Mit Gier? Ja. Rastlosigkeit und Gier hängen eng zusammen. Ganz eng. Hängen überhaupt alle ganz eng miteinander zusammen. Du wirst nachher merken, das eine wie das andere. Ja. Und was ist Gegenmittel? Was könnte man da sagen gegen die Rastlosigkeit? Ja, ich meine, ich habe als erstes mal Beziehung zu sich selbst aufbauen. Interessanterweise, nämlich Ruhe und schön wieder
Ruhe finden, sondern Beziehung zu sich selbst. Man verliert die Beziehung zu sich selber. Und das merkt ihr, wenn ihr so ganz in Stress seid, habt ihr keine Beziehung zu sich. Verliert man die Beziehung. Kann man nicht mehr. Ist nicht bei sich. Das ist ganz wichtig. Wie immer körperliche Beziehung, dass man sich wieder fühlt, dass man spürt, wie man da ist. Und natürlich die Achtsamkeit. Klar, dass man auch körperlich Achtsamkeit als Meditation macht. Ja. Die Sinne wieder wahrnehmen. Sinneswahrnehmung stärken. Ganz deutlich. Die Rastlosigkeit. Und natürlich Besinnungspausen einbauen, ist ganz klar. Pausen. Immer mal wieder zur Ruhe kommen. Achtsamkeitsstopps einbauen, wie der Thich Nhat Hanh immer so schön macht. Das ist ganz genau gegen dieses ständige Überaktivität. Dann kommt die Zweifelsucht. Der skeptische Zweifel oder Zweifelsucht. Und die wird bei uns ja immer sehr, sehr gefördert. So die ganze Wissenschaft fördert es eigentlich. Man sucht immer nach Fehlern und Schwächen. Und das tun wir auch sonst. Und kommen uns sehr intelligent vor, wenn wir es immer wieder finden. Wir sagen, ja, erstmal, und dann kommt das Aber dahinter, und dann kommt immer noch mal nur ein kleiner Fehler, noch ein Fehler, noch was. Dieses Suchen nach den Schwächen, immer wieder, es ist an für sich gerade in Ordnung. Und trotzdem dahinter fragen, nochmal und nochmal und nochmal. Keine Ruhe geben. Die Zweifelsucht. Es kann ja nicht stimmen. Es gibt ja immer noch was, was da nicht in ganzen Ordnung ist. Und da sitzen wir ganz schön drin. Und da ist auch eine Zwiespältigkeit. Zweifel heißt immer zwei. Immer nie ganz klar das eine sehen, nie sich auf das eine einlassen, sondern immer noch die oder das könnte ja sein, dass das andere besser ist und immer wieder hin und her. Und da kommt natürlich die Angst vor falschen Entscheidungen und manchmal Angst, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Weil man weiß, wenn ich eine treffe, muss ich das andere ja lassen. Und eine Schwäche ist jedenfalls drin, auch in dem, was ich dann mir wofür ich mich entschieden habe. Das im Grunde möchte man jeden Zweifel, jede Schwäche daraus bekommen und also ganz frei von einem Fehler. Und weil es nicht geht, fangen wir immer wieder an, neu nachzuschauen und neu zu zweifeln und kriegen Angst, überhaupt zu zweifeln. Das sind oft die Überintellektuellen, die da unter Zweifelsucht so leiden. Und es steckt dahinter Mangel an Selbstwertgefühl. Interessant, ja. Das Selbstwertgefühl. Nämlich, wenn man gutes Selbstwertgefühl hat, kann man ja ruhig auch mal etwas entscheiden, was nachher eine Schwäche hat. Da steht man dazu. Wenn man aber Angst hat, dazu stehen zu müssen, wo irgendwo ein Fehler ist, dann geht es natürlich schwer, dann sitzt man immer wieder im Zweifel. Und und es ist interessant, dass ja auch Zweifel sucht. Ich finde, wenn jemand sehr, sehr intelligent ist und sieht ja sofort auch die Fehler, ist ja, hat mit Intelligenz zu tun, klar. Aber da steckt auch dann viel Überheblichkeit drin. Ich sehe aber sofort den Fehler noch dahinter, den ihr vielleicht nicht seht. Immer noch so ein bisschen überheblich. Aufpassen. In Zweifelsucht steckt viel so Ich, Ego und Überheblichkeit. Ich nenne es ja die Ratte. Ja, eine richtige Ratte. Und die Ratte, man hat gerade etwas, also eine schöne Torte gebacken und man sagt, also die ist doch recht schön und so weiter. Und dann fängt man an, aber. Und die Ratte ist immer, die frisst so ein Stückchen raus, da ein Stückchen und dort und so. Und das, dann ist die ganze Torte so angefressen.
Das typische Zweifelsucht. Das Gute, was ich gemacht habe, ist nachher angefressen. Ich bin nie ganz zufrieden damit. Diese innere Unzufriedenheit mit allem, was man dann gemacht hat. Da hat der Sokya Rinpoche mal was dazu gesagt, ein tibetischer Lehrer. Der Sokya Rinpoche hat da mal was dazu gesagt, tibetischer Lehrer. Ja? Hat gemeint, im Westen, da springen die Leute sehr schnell auf neue Ideen und auf Lehren, buddhistische Lehren und so an. Das ist ja ganz gut. Das ist ja löblich. Aber genauso schnell gehen sie auch wieder weg. Weil sie dann irgendwo wieder was anderes Schönes finden und dann zurückblenden. Also ja. In Tibet ist das ganz anders gewesen. Die Leute, die haben einmal was gehört und dann war klar, das machen sie das Leben lang. Ja. So eine andere Mentalität, ne? Ja. Wenn man so, und diese Zweifelsucht ist ja auch, man sucht dann ja immer sehr viel anderes. Weil das kann, ist ja nicht hundertprozentig, da stimmt der Lehrer vielleicht nicht und da stimmt irgendwas an der Gemeinschaft nicht ganz, die Leute gefallen mir nicht so ganz dabei und schon sucht man sich eine andere Gemeinschaft und schon sucht man nochmal und nochmal, bis man nachher wieder im Trocknen ist, ne? Das stimmt ja nichts, was nicht irgendwo einen Mangel hat oder irgendeine eine Schwäche. Gibt's ja gar nicht. Also muss man nachher ja sagen. Und dann kommt immer beim Zweifel auch vergleichen und urteilen. Immer ständig vergleichen. Ich vergleiche mich mit anderen, dann kommt der Selbstzweifel. Ich bin nicht so gut wie der, und dann bin ich wieder überheblich, bin besser als der, und dann bin ich wieder schlechter als der, und so geht das hin und her. Vergleichen und urteilen. Gegenmittel. Buddha sagt, weises Erwägen. Nicht verurteilen und sich nicht vergleichen. Er sagt, überhaupt nicht vergleichen. Auch nicht, bin gleich wie der andere. Nicht schlechter, nicht besser, aber auch nicht gleich. Gar nicht vergleichen. In dem Vergleichen ist ja interessant, da übernimmt man ja eigentlich das Konzept des anderen, wie es sein sollte, wenn man sich vergleicht. So wie der. Oder nicht, ist so ein Vergleich. Braucht man das nicht. Ja, jetzt haben wir sie ja alle mal durch. Jetzt gucken wir mal, wo stecke ich denn am meisten? Bei der Sinnengier? Bei dem Groll, Übelwollen? Bei der Rastlosigkeit, Übereifer, Unruhe? Bei der Trägheit habe ich noch, die habe ich auch ganz vergessen. Schlappheit, Trägheit, Stumpfheit oder bei der Zweifelsucht? Oder habe ich alles? Ein Heilmittel. Ja, das große Heilmittel, ja. Der Buddha hat ja gesagt, die Achtsamkeit um Mönche und weises Besinnen ist ein Heilmittel für alles. Ja, Achtsamkeit und Heil. Und weises Besinnen. Weises Besinnen ist die Ruhe nehmen und mal besinnen. Achtsamkeit und weises Besinnen ist ein Heilmittel für alles. Auch gegen all die Hemmungen. Hört sich ja schlimm an, was man da alles haben kann, ne? Und da gibt's auch, die Hemmungen gibt's überall, das war aber das Interessanteste dagegen, die Schlaffheit mit dem Tod. Wie den Toten gleich sein und das Todlose finde ich schon sehr krass. Aber es ist so auf den Punkt gebracht. Pass auf, heißt es da ganz deutlich. Ja. Also die Achtsamkeit, die bringt sehr viel. Achtsamkeit im Hier und Jetzt leben und in jedem Moment die Achtsamkeit immer wieder aufrechnen. Darum geht's. Im Hier und Jetzt. Weil all diese Sachen sind immer wieder entweder Vergangenheit oder Zukunft und nicht hier. Gut, jetzt haben wir Gehmeditation.